sobald wir auf dem Feld sind, Maske auf. Zweite ist, sobald wir auf dem Feld runterkommen, Laufsockel bzw. Laufstütze auf. Hab ich alle gefunden? Ich bin überhaupt nicht kleinlich. Was für Arschgeigen. Wieso schreien die? Ich bin überhaupt nicht kleinlich, nur weil ich kein 1,70 bin. Ach so, ne, normal nicht, aber wenn ich neben dir stehe, dann... Guck mal, fällt dir was auf? Ich muss mich nicht auf meine Größe reduzieren lassen. Ich reduziere dich nicht auf deine Größe. Erst. Massaker Erst. Die Bandoleros gegen Axis Prime und King Size gegen die Fördergeier. Die Stimmung bei den Bandoleros ist nicht so richtig gut. Nee. Mal gucken, was die Düsseldorfer jetzt machen. Ich habe gerade mit denen gesprochen, die sind aus der Landesliga in die Verbandsliga. Aus der Verbands in die Oberliga. Die haben sich im Winter 12-13 gegründet, haben dann das Rob 13 in Solms im Finale gegen Atrax verloren, sind dann direkt in die Verbandsliga gestartet und haben sich dann gedacht, boah, aufsteigen, also sie sind ja aufgestiegen. Ja. Oberliga ist doof, Regio ist doof, ach scheiß drauf, wir gehen gleich in die dritte Bundesliga. Oh, wir sind im Bild. Oh. Nee, er hat noch nicht gesagt, dass Commercial vorbei ist. Ach nee, das ist ja Pause. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht so irritierend, alles gut. Die sind dann aus der Landesliga aufgestiegen, an der Stadt in die Verbandsliga. Verbandsliga aufgestiegen und dann aber direkt in die dritte, weil sie einen Spot angeboten gekriegt haben. Und schlagen sich hier blöd? Nicht so ganz, ne? Nö, also das Match gegen Stylos war es. Das war ja praktisch Derby, weil die kommen ja beide aus der gleichen Ecke und haben auch vorher zusammen die Verbandsliga gespielt. Ja. Also, und du hast, du hast es halt bei dem Spiel auch gemerkt, warte, wie ist es denn ausgegangen? Ja, 3-2, du hast es halt gemerkt, ja. Ne? Also, und Axis gehört halt zu den Teams, die sich mit Freilos Noise und Hurricanes und so zusammengetan haben, um mit Leng zu trainieren. Genau. Geht, also, Christoph hat vorhin gesagt, ich glaube, die zahlen 10 Euro oder 12 Euro pro Person. 30! Ja, 30. Commercial? Ich wollte gerade sagen, scheint ich verdrücke mich dann. Und nochmal! Ja! Wechsel! Komm mal! Da ist er wieder. Nein, du brauchst mir nichts abschneiden. Wenn ich die Damen was abschneiden kann, das dann aber auch bedanken. Stückchen für Stückchen immer. So, jetzt hier Bandoleros gegen Stylos. Axis 3 meine ich, Entschuldigung. Ja. Bandoleros im Dorito 1. Alles sauber angekommen. Ja, bis jetzt ja. Beide haben sich für die Dorito-Seite entschieden, um zu drücken. Jetzt wird aufgemacht. Axis 3 macht auch auf die Snack-Seite. Und ist auch sauber angekommen. Verlieren aber den Spieler auf der Dorito-Seite. Jetzt relativ breit aufgestellt. Snake Corner, Temple auf der Snake-Seite, Center und das kleine M auf der Dorito-Seite. Jetzt gehen aber die Bandoleros. Bandoleros haben versucht aufzumachen, den Spieler aber leider verloren. Sind jetzt im Dorito 1, Dorito 2 und in der großen Medusa. Medusa. Und im Temple noch auf der Snake-Seite. Oh, Axis 3 hier im Snake Dorito. Wenn der sie jetzt nicht doof anstellt, kriegt gerade gar kein. Doch. Kriegt ein bisschen Degenfeuer.
und ist voll lackiert worden, ist direkt, direkt in die Line reingelaufen, ja, hat er nicht gesehen. Aus dem M gekriegt. Nee, kam vom, hier, ich weiß nicht, was das gerade. Also, Bandoleros, Dorito 1, Dorito 2. In der Gott, was machen die denn? 3-3 steht's jetzt, also 3-3 spielen hier. 3 gegen 3, ja. G2 auf beiden Seiten. Nein. G3, auf Axis Seite. Nur noch Dorito 1 jetzt in der Seite. Jetzt müssen sie langsam mal dich. Ah. Gut. Safe sind sie, stehen sie gerade nicht, spielen beide Longline außen her. Liefern sich aber einfach nur Gunfights mit den. Ja, die Bandoleros müssen ein bisschen schneller spielen. Jetzt, haben sich getradet. Ja, ja doch. Okay, 2 gegen 1. Axis Prime jetzt noch alleine hier im Tempel auf der Snack-Seite. Kriegt jetzt gleich von der Dorito-Seite ein, wenn er nicht mal rüber switcht. Ein, ja, Bandoleros jetzt in Dorito 3. Jetzt hat er gecheckt, dass da irgendwas gleich kommt. Guckt er mal vorsichtig. Switcht aber, das war zu spät, glaube ich. Ja. Eindeutig. Bandoleros sind noch mit 2 Spielern auf dem Feld. Ja. Er läuft jetzt zum Wasser und das war's. Es wird schattiger und es wird ein bisschen frischer. Es wird ein bisschen windig und es sind ein paar Wolken am Himmel, was mir persönlich mal ganz gefällt. So, die Bandoleros haben hier einen Punkt gemacht und zwar... Ja, wir können übrigens auch den Chat sehen. Falls ihr uns Fragen schreiben wollt, vielleicht schieben wir ja drauf und können euch was dazu sagen. Lesen ist heute noch nicht so gut, ich habe meine Brille zu Hause vergessen. Scheiß auf Körpergröße. Was soll das heißen? Wo denn? Thomas. Thomas ist nicht so glücklich über seine Körpergröße. So, gut, dann. King Size gegen die Pferdegeier. Die haben die Pferdegeier heute gespielt. Stehen 3 auf der Dorito-Seite. King Size macht sehr weit auf beide Seiten. Doritos 1. Beide besetzen beide Dorito 1. Ja. King Size jetzt wieder aber auf der großen Medusa. Medusa. Aber ist noch alles live angekommen. Ja. Die Feuergeier haben das noch nicht so ganz auf dem Zelt, dass er in der großen Medusa ist. Aber jetzt müsste jetzt langsam das kleine Medusa und große Medusa für den Feuergeier besetzt worden. Setzen die Feuergeier selber. Verlieren aber einen auf der Snake-Seite. Während King Size Snakes 1 jetzt besetzt. Haben die Feuergeier aber gesehen und können jetzt von oben reindrücken, gehen ins M, laufen durch die Mitte. Ja, da hat er aber 2 rausgenommen, 3 rausgenommen und ist noch einer in der Unhalt gewassert. Netter Move durch die Mitte. Hat er, da wundert sich der Snake 1 Player aber. Hat der Dorito-Spieler von King Size auch nicht mitgekriegt? Nee. Keiner mitgekriegt. Schön durch die Mitte, der hat 3 Leute rausgeholt. Ist schön durch die Mitte gelaufen und die beiden Spieler im Snake Dorito und im Dorito 2 haben schön Longline gespielt. Also leider nicht mitgekriegt. Hat er aber gut gemacht. Ja, er kannte die Situation. Er, aber auch er selber wusste, dass in Snake 1 einer drin ist. Hat dem 2-3 Bälle gegeben und ist dann losgerannt. Sehr gut. Punkt für die Pferdegeier. Weiter geht's mit Dieter Bandoleros gegen Axis Prime. Ziemlich ruhig gerade. Und da geht's schon wieder los. Das haben wir gerade. Morgen auch noch. Ja. Die 10 Seconds halten lange nach. Ja. Sehr gemütlich. Bandoleros. Oh, die haben gerade. Axis Prime wieder in Dorito 1. Dorito 1. Ich weiß gar nicht, warum ich. Ziehen auf. Ist sauber angekommen. Jetzt stehen sie sehr breit. Halten die Mitte zu und die. Weiß nicht. Axis Prime hat beide lässt sich checken im Dorito 1, glaube ich. Besetzt. Dorito 1, den Center und den Tempel auf der Snack-Seite. Die Bandoleros spielen Dorito 1, das kleine M, den Cake, Center und den Tempel. Da ist er raus, haben den G1 gekriegt. Jetzt ist die Snack-Seite sehr offen. Eine Gun hält zu, der Rest spielt recht außen alle um die. Nur der Center von den Bandoleros schießt auf die Snake-Seite. Alle anderen
versuchen, die Lurita-Seite klar zu machen. Na, jetzt könnten ein paar Bewegungen mal rankommen. Ja, G2 auf Bandolero-Seite, das Dorito ist leider raus. Axis Prime besetzt sofort das Dorito 2. Bandolero besetzt das Dorito nach. Eins wieder. Jetzt spielen sie ihre Dominanz nicht aus, doch jetzt gibt es ein bisschen Bewegung auf der rechten Seite. Dorito 1, Dorito 2 für Axis Prime. Und immer noch die Snake Corner. Ja. Ich weiß nicht warum. Snake hat ein paar Probleme, Dorito der Snake 1, Corner. Dorito 1, Dorito 3 für Axis Prime. So, der jetzt kann sie in der 50 schon. Was er machen soll. G3 auf Bandolero Seite. Mit alle am Potten. Und immer noch 5 Spieler allein. Für Axis Prime. Ja, aber jetzt kann ich. Jetzt nur noch jetzt vier. Bewegt sich endlich mal was. Mit einem bösen Gangsterschruf. Weil rennt er brüllend übers Feld. Jetzt kriegt Dorito er gleich. Dorito 2 für Bandoleros. 50s ist da jetzt einer. Dorito 3 Bandoleros. Genau. Und jetzt ist immer der Bolognese auf der Seite. Das hat Axis Prime. Jetzt ist 2 gegen 1 und jetzt kriegt er die Bälle vom. Wie sie das jetzt vergeigt haben, habe ich nicht verstanden. Gab es einen 1-for-1 hinten oder einen 2-for-1? Nee, nicht, dass ich es gesehen hätte. Die haben es einfach vergeigt. Die haben sich einfach vor den Kopf schießen lassen von 2 Personen. Ist eben vielleicht auch einer der Punkte, wo jetzt sich zeigt, dass die Jungs eben aus der Verbandsliga sind zwar aufgestiegen in die Oberliga, ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, aber eben genau auch. Ist halt noch erst nur Oberliga, ne? Noch eben schon mal schnell eine Klasse übersprungen, so. Oder zwei. Zwei. So, da zeigt sich das dann eben auch so ein bisschen. Der Trend scheint ja zum Startplätze kaufen zu gehen. Ja, tut dem Ganzen an. An sich macht es das ein bisschen. Zieht so den sportlichen Geist daraus halt, ne? Ja. Aber es sind ganz viele Spieler, die gar nicht mehr die Lust haben, sich selber was zu erschießen, zu erarbeiten. Ja, die Emotionen sind halt sehr schnell da, wenn man in den unteren Ligen mal gut gespielt hat. Ja. Dann beim Training mal gesehen hat, auch mit dem kann man ja auch mal irgendwo mithalten. Dann geht es schnell, dass man sich gleich ein bisschen höher eindeckt. Okay, auf beiden Seiten machen sich bereit. Ist gegen die Fördergeier. Fördergeier haben sich wahrscheinlich für die Snake-Seite ein bisschen stellen, wollen beide. Setzen beide wieder Dorito 1. Kingsize ist leider King nicht Size angekommen. Kingsize hat aber die Snake Corner besetzt. Ja, Fördergeier auch. Es wird nachgerückt. Treffer kriegt. 5 gegen 4 jetzt. Fördergeier zieht auch ein bisschen weiter auf und geht ins Große. Nein, vier. Geht's nicht. 4 gegen 4 und ein Simon gekriegt. Mit relativ identischen Feldpositionen. Jetzt hat der Fördergeier das Center aufgelöst. Versucht ein bisschen Druck zu machen nach vorne. Und denn jetzt ist der Dorito Snake King, und Snake 1 besetzt. Snake 1 besetzt und der große Medusa. Snake 2 jetzt von Kingsize besetzt. Snake 3 jetzt von Kingsize besetzt. Jetzt gibt er dem Medusa ein paar Bälle und dann war es das schon. Oh, Dorito. Ja, da fielen wieder so 2 Spieler. Und jetzt ist Snake 1 und Snake 3 besetzt hier. Ja, der Snake, oh, das war's. Durch eine Strafe. Sehr tja schön. Völliger haben den letzten Spieler durch einen 1-for-1 verloren. Kingsize am Buzzer. Und da wundert sich die Snake ein wenig. Ja. Aber hat sie ganz gut gemacht. Keiner hat's mitgekriegt. So, man läuft dabei beim Check, wird kontrolliert. 1-1. Und sauber gemacht. Erklärt, nicht gemacht. 1-1. 1-1. Kingsize. So, jetzt sind wieder Bandoleros gegen Axis Prime. Bandoleros führen 2-0. Haben den letzten Punkt ja gemacht mit 2 Spielern. Ja. Gegen 5. Wie verhält sich jetzt die Paint an so einem Tag, wenn man die sich morgens geholt hat? Bei der Hitze, jetzt wird's kühler.
Ich habe jetzt schon bei einigen Teams gesehen, dass sie heute Morgen Paint geholt haben und die poppen komplett um vor jeder Begegnung, weil die Paint eben bouncy wird. Mhm. Durch die jetzt steigende Luftfeuchtigkeit und durch die Temperatur. Oh. Axis Prime macht einen breiten Breakout, verliert aber leider einen Spieler. Und bei den Bandoleros sind zwei rausgeflogen. Aber bei den Axis Prime auch. Ja, jetzt sind es 3 gegen 3 und jetzt stehen sie halt auch im Spiegel. Ja. Axis Prime haben beide gleichzeitig aufgezogen, aber haben auch wieder den... Axis Prime verliert noch einen Spieler. 3 gegen 2 jetzt. Bandoleros in Dorito A2. Axis Prime und Dorito A1. 2-2, beide spielen außen Longline. Jetzt wird gleich gecrossed. Bandoleros in Dorito 1, Dorito 2. Er muss jetzt ganz schön klein machen, kriegt von der Seite und Longline direkt von seinem Spiegel einen reingedrückt, wenn er sich lösen kann, wenn er das jetzt, hat er die Möglichkeit gehabt. Kann er seinen Spiegel, er sollte einfach sich auf seinen Spiegel konzentrieren und hoffen, dass die Doritos nicht weitergehen. Er sollte jetzt vielleicht versuchen, rauszukommen. Jetzt ist Bandoleros Dorito 1, Dorito 3, jetzt wird es für ihn eng. Ja, man sieht gerade schön im Bild, wie die Longline sich traden, oder Longline, solange unser Kameramann da stehen bleibt. Hat die Bälle doch ein bisschen zu sehr gekriegt. Die Position ist doch vielleicht. Er traut sich nochmal. Ja, so stehen bleiben. Aber hier sieht man es sehr schön. Man sieht so ein bisschen. Wenn sie jetzt natürlich die Entscheidung über die Dorito-Seite gibt, weil der. Nein, der Dorito-Spieler ist rausgeflogen bei den Bandoleros. Ja, aber es sind noch 2 Bandoleros gegen einen Axis-3-Spieler. Ja. Jetzt hat er aufgemacht. Und er hat den Wechsel auch nicht mitgekriegt. Jetzt steht er sehr schlecht da und da hat er die Bälle gekriegt. 2 Bandoleros machen den Punkt. Dann rennt er zum Buzzer. Das ist wohl so, wie es aussieht, das 3-0. Ja, an alle, die an dem Gewinnspiel teilnehmen möchten. Genau, da war ein Gewinnspiel. Da war ja noch ein Gewinnspiel. So, am vierten Tag wird der Preis verlost. So, und eure heutige Aufgabe ist zu sagen, was es denn gibt, also was am ersten Spieltag gesagt wurde. Was wir angekündigt haben. So, und das möchtet ihr doch bitte in den Guten Morgen. In den Guten Morgen guten Berlin Trade spielen. Ja, nicht zu verwechseln mit Sat 1 Guten Morgenstunde oder was es da noch alles gibt. Ja, wir sind hier kein Frühstücksfernsehen, auch wenn wir früh anfangen. Genau. Das wäre mal was so. Ja. Mit Blumen so ein bisschen im Hintergrund, das aktuelle ein Kochrezept, ein sommerliches Kochrezept vorstellen. Becher Tee und Croissant. Ja. Ein Hund haben wir hier, der muss auch noch immer dabei sein. Jede Guten Morgensendung hat einen Hund. Aber einfach die Paintball-TV-Seite auf Facebook aufrufen und da reinschreiben, was es denn gibt. Genau, dadurch qualifiziert ihr euch für das Gewinnspiel. So sieht's aus. Jetzt sind wir wieder in 10 Sekunden. Ja, 10 Sekunden Bereich. King-Size von rechts. Ein bisschen kürzer. Völliger ja wieder das Dorito Offbreak gesetzt. Aber da gibt es einen G1. Das hat er nicht sauber reingeschafft. Ist auch ein bisschen gestolpert auf der Kingside-Seite. Die Kamera hat einen Treffer gekriegt. Die ist leider uns ausgefallen. Hat ein sehr schönes Bild gerade noch geliefert. Jetzt sehen wir aber. Ah, Kingside geht wieder auf die große Medusa. Das haben sie schon öfter gemacht heute. Ja. Und besetzt Dorito 1. Haben eigentlich die Völlergeier mit so Dominanz auf der Snack-Seite. Und müssten da mal drücken und sich ein bisschen bewegen. Jetzt haben sie den Center rausgenommen, jetzt haben sie die Möglichkeit. Jetzt sollten sie schnell gehen. Na, jetzt haben sie wieder. King Size hat jetzt Seite gewechselt und hält den Snake zu. Macht den Weg zur Snake zu, aber jetzt kommt die Snake. Der läuft dabei. Direkt in Snake 2 und ist sauber angekommen. Wenn er sauber ist, ist er jetzt in Snake 3 drin. Wird gecheckt und ist für sauber gehalten worden. Der Medusa weiß noch nicht, dass in der Snake 3 einer aber sitzt. Dorito 1 Dorito weiß es auf jeden Fall, aber. Der Tempel weiß es auch. Aber den Medusa könnt er kriegen. Und da kriegt er noch. Einmal schön der Hintern versohlt und jetzt geht es direkt rüber auf die Dorito-Seite. Oh, G4. Ja, jetzt ist nur noch ein Spieler, glaube ich, der bei Dorito. Dorito, Snake 3 und Snake 2 sind besetzt. Und das war's. Jetzt gibt es noch mal ein paar Bälle auf dem Rücken. Nein, doch nicht, hat er gesehen. Das war gerade noch ein Trade. Getradet genau. Mit dem Dorito-Spieler. Aber bei dreimal noch auf dem Feld kann man das jetzt ja machen. Vorsicht,
vorsichtshalber mal rausgegangen. Sollte man nicht zu viel riskieren bei solchen Sachen. Völliger. Ja, da steht jetzt 2 zu 1 für die Völliger. So. Bandoleros führen 3 zu 0. Ja, der ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben jetzt eh die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Gehen auf jeden Fall sehr gemütlich weiter. Oh, 10 Sekunden. Ich kriege die wohl hin. Ja, ja. Wieder mit 3 Mann auf der dritten Seite. 4 Mann auf der dritten Seite. Ist das ein Treffer auf dem Oberschenkel? Und das funktioniert. Jawohl, one for one. One for one. Bandoleros. Aber auch auf der Achser-Seite ist einer geflogen, oder? Ja, 3 gegen 4. Deckung wird nachbesetzt, jetzt sitzen da 3 gegen 4. Alles hat sich auf die Dorito-Seite zurzeit fixiert. Ja, Axis Prime spielt die Dorito-Corner. Aber jetzt haben sie jetzt sind wir noch zu dritt. Dorito-Corner, Dorito 1 und der Center ist auch raus. Dorito 2 ist von den Jungs auf der rechten Seite besetzt worden gerade. Die Bandoleros. Bandoleros, genau. Dorito 2. Bei Axis Prime sind leider nur noch die Dorito-Corner und Dorito 1 drin. Die beide, jetzt hat er gewechselt, dass er nach innen zieht. Ja, spielen beide außen, sind mehr auf ihren Gegner fixiert als auf das Gesamte. Ja, die Bandoleros haben das auch noch nicht so richtig mitgeschnitten, sonst hätten sie das Feld breiter machen können schon. Sind ja jetzt auch in die Doritos 50s gegangen, oder 3. Es gibt noch einen. Nur noch die Dorito Corner bei den Axis Prime. Ein bisschen kleine doofe Deckung. Jetzt kriegt er gleich Bälle vom Außen M. Und wird gebunkert. Ja, das waren 4-0. Man sieht ja, dass sie noch nicht die Spielerfahrung haben, halt das gesamte Spiel zu sehen. Die konzentrieren sich halt sehr auf das, was sie für sich selber wahrnehmen. Ich habe mir das vorhin auch mal ein bisschen angeguckt. Oder Kommunikation könnte ein bisschen ausgebaut werden. So. Hat man eben auch gesehen, die beiden Spieler haben sich, auch wenn sie noch zu zweit waren, nicht abgesprochen. So. Ja, das war das 4 zu 0. Wird halt immer mit sehr viel Aufregung noch gespielt. Ne? Die sind halt nicht oder man muss nicht unbedingt abgekühlt sein, aber. Ja, man muss schon eine gewisse Kaltschnäuzigkeit haben. Um vernünftig sprechen zu können und auch zuzuhören. Ne? Ja. Oft hört man das mangelnde Kommunikation oder dass Kommunikation im Team selber gefordert wird und haben gar nicht mitgekriegt, dass sie eigentlich zugeschrien wurden. Ja, das stimmt schon. Und hier steht's? 2 zu 1 für die Völliger. Ich bin mal gespannt, wie Kingsize jetzt spielt. Ich glaube, sie werden sich weit aufstellen wieder. Ja. Wir setzen die Völliger aber auch. Wir setzen die Snake Corner und Dorito 1. Sind ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Die Dorito-Seite. Doppel-Center. Haben aber auch jetzt einen verlierenden Spieler. King das Size gleiche, das haben wir 4-4 und G2. King Size ist in Dorito 2 vorgegangen. Die Pferdegeier nur noch im Center. King Size ist jetzt hier übrigens in Snake 1 auf der Gegnerseite. Die Pferdegeier hat nur nicht noch mitgekriegt, nur noch dass Snake Corner der Snake Corner. Toll von den Pferdegeiern. Ja, war gegen 3. Steht's kann man machen, aber steht 2 zu 2. Die andere Begegnung ist ja 4 zu 0 ausgegangen, schon für die Bandoleros gegen Axis Prime. Und läuft, Jungs? Das ist ein Punkt. 2 Minuten Pause. In der Situation gerade war ein Killzone-Spieler in Snake 1 der gegnerischen Seite, hat selber nicht mitgekriegt, dass der Snake Corner besetzt wurde. Wiederum hat der Snake Corner nicht gewusst, dass in Snake 1 noch einer saß. Also dann hätten sie... Dann wäre es ein 1 gegen 2 gewesen. Da kam das Towel vielleicht ein bisschen früh. Obwohl, es ist ja noch genug Zeit. Also, 2 zu 2, es ist ja noch nichts verloren. 1:30! Ja, der Kollege mit den Zeitansagen ist... Da ist die Stimme
frisch. Herr Chris, wie ist denn deine Planung für die nächsten Wochen? Also, nächsten Wochen. Eine Minute! Meine sieht eben so aus. Morgen ist Regionalliga. Morgen ist Regionalliga. Du fährst nach Westertimke, ich fahre nach Garzau bei Berlin. Genau. So, mit unserem zweiten Kader wird morgen Regionalliga gespielt. Ja. Nächste Woche spielen wir zweite Bundesliga. Genau, da habe ich frei. Ja. Erste Bundesliga und zweite Bundesliga gucke ich mir zum fünften Spieltag wieder an. Also da haben wir ein bisschen die Absprache auch mit Radical. Das war uns da. Kann ich dir aber sagen, der Grieche hat nachgelassen. Da gehen wir auch nicht mehr hin. Der hat sich am ersten Spieltag selber disqualifiert. Okay. Ist er mit dem Ansturm nicht klargekommen? Nee, auch die Portionen waren irgendwie nur noch halb so groß. Ah, das ist dann nicht mehr das, nee, was einen auszeichnet. Da gibt's in, wo ist es denn? In Bitburg gibt's auch einen schönen Griechen. Der ist da, wenn man kurz Einkaufsstraße, kurz vorm Ende auf der rechten Seite in dieser Steigung. Ja. Der war sehr gut. Den würde ich so mit Solms vergleichen. Ansonsten, ja, ich bin auch in den anderen Ligen unterwegs. Versuche halt alles abzudecken. So. King Size versucht wieder breit zu starten. Bis jetzt die Dorito Corner. Förde Geier bis jetzt in jedem Punkt das Dorito 1 direkt geladen. Ja. Und auch immer angekommen. Das stimmt, zur Zeit steht es halt. Kein Ski gefallen, alle stehen relativ ähnlich. Ja, gespiegelt. Komplett identische Spielpositionen. Ja. Mit, nachdem King Size eben auch das Dorito 1 besetzt hat. Entweder jetzt gibt es ein paar Gunfights und ein paar Laufwege werden zuhalten im Moment. Jetzt muss man gucken, wer ein bisschen abgebrühter ist, wer weiß mehr. Über den Cake auf der Snackseite. Er wollte sich nicht auf das Gefecht einlassen. Hat auch seinen Kollegen rechts neben sich, der den Eingang zur Snake zuhält. Gerade gecheckt, aber ist noch sauber. Wie immer noch das Gras im. Ja, Kingsize hat jetzt aufgemacht. Vom Cake auf der Dorito-Seite auf die Dorito-Corner. Also jetzt wird ja, die Snake, jetzt ist Snake Dorito Snake besetzt. Snake 1. Er ist weitergegangen. Snake 1. Snake 2. Das muss jetzt. Das heißt, wieder jetzt ist Snake 3. Ja, jetzt wird er sich gleich auf den Dorito einschießen. Der weiß noch nicht. Doch, das Dorito, der Dorito hat es aber sofort mitgekriegt. Das Dorito weiß. Aber der Center bei Völliger ist raus. Dafür ist aber auch die Dorito Corner bei Kingsize raus. Ja, jetzt müssen sie ein bisschen ansagen, dass die Snake besetzt ist. Der Dorito weiß es. Das ist jetzt ein 3 gegen 3. Ah, Kingsize jetzt in Dorito 3. Der ist auch raus. Mal, da bin ich mal gespannt, ob jetzt. Ne, der weiß es nicht. Doch, hat er gekriegt. Jetzt hat er den ersten. Hinter den zweiten. G4. Gibt's noch einen Dorito halt. Wenn Völliger nur noch das Dorito besetzt. Und der weiß nicht. Ich sehe das nicht so ganz. Doch, jetzt hat er es rausgekriegt. Jetzt weiß er, dass er das. Der wusste das von Anfang an. Der hat das mitgeschnitten. Ja, gut, jetzt müssen von die. Sind zu dritt, müssen nicht über die Mitte oder so sind weit, wie es geht, nach außen gehen. Ne, da vorne sitzt ja noch einer. Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, klein. Hat sich wohl versteckt. Taul! Ja, war in der Situation halt. Taul von den Fördergeiern. Damit führt Kingsize 3 zu 2. Das wird sich ja freuen. Ich glaube, der heutige Tag war knapp immer, aber. Für Kingsize? Ja, und da haben sie 3-4. Okay, das erste Spiel haben sie 14. Kingsize Berlin in 3-4. Kingsize 3 zu 4 gegen die Hunters verloren. Das nächste haben sie 1-4. 1-4 gegen Rebirth verloren. Ja gut, das war das Lokal-Derby, dass sie nicht so souverän gespielt haben. Nee. Und da haben wir in den letzten Jahren schon amtliche Derbys gesehen von den beiden. Eine Minute 30! Kingsize war auch immer unangenehm zu spielen, fand ich zumindest. Ja. Haben halt auf ihrem eigenen Feld trainiert und haben. Also dadurch, dass es in Berlin halt auch zwei Hallen gibt und
zwei Außenfelder ist gar nicht, trainieren die Teams untereinander gar nicht so stark. Ja, das ist aber auch, weil die sich nicht so wirklich mögen. Das musst du einem Training ja nicht abgeben. Also. Also das ist auch eine der Sachen, die ich nicht verstehe. Es gibt viele Berliner Teams und auch viele Teams auf gutem Niveau. Mhm. So, wenn die zusammen trainieren würden, könnten die hier, wenn die sich pushen würden halt, ne? Könnten die hier echt dominieren, aber die mögen sich mal so gar nicht, so, dass sie sich gegenseitig die Pest an den Hals wünschen. Ja. So, und darum trainieren die eben auch nicht zusammen. Leider. Ja. Fällt auch dann jedem schwer, sein Heimfeld zu verlassen. Ne? Ja. Man könnte sich, also es gäbe Möglichkeiten auf jeden Fall, das zu machen. Aber auch sonst, das nächste Millennium Park ist jetzt zur X-Series gegangen. Das heißt, dann ist erstmal nach unten eine große Lücke, was Felder angeht. Im Moment die kommen im DPL-Bereich Teams sitzen. Wie Rebirth und momentan auch die Ballbreakers. Mhm. So, die kommen auch hierher zum Trainieren, um auch gegen andere Teams zu spielen, ja, nicht nur untereinander immer. Genau, das heißt, den Norden noch mit abzugrasen, ja, abzugreifen. Also von Berlin ist man ja relativ schnell hier. Ja. So, die Autobahnanbindung ist ganz gut. Es wird sich zeigen, ob es was bringt. Mit dem Break wieder. Ja, Völdegeier doppelt den Center. Und der Doritos-Spieler ist nicht angekommen. Das erste Mal. Der jetzt. Cornerspieler von Kingsize aber auch nicht. So, 4 gegen 4. Stehen. Ähnlich, oder? Auf identischen Deckungen. Ja. Jeder steht wieder bespiegelt. Jetzt haben sie hinten im. Jetzt sind kleine Engelgang vom Dorito 1. Genau, Völdegeier hat schon versucht aufzumachen. Genau, das Team sollte ich noch dazu sagen. Ne? Ja. Kingsize hat jetzt wieder auf die dritte Corner aufgemacht. So, da wird der Spieler im Tempel gecheckt von Völdegeier, ist aber sauber. Ah, jetzt kommt der Move von Völdegeier ins Dorito 1. Ist auch sauber von hier. Ah, Dorito 1, Snake, Dorito. Snake Dorito ist besetzt. Und jetzt geht direkt in die Snake 1 vor. Es wissen aber mittlerweile alle. Dorito 1 auf Förderfehler. Kieler Seite hat es noch nicht verstanden. Ja, Snake 2. Snake 2. Ja, jetzt Snake 3. Nee, der Dorito 1 weiß es noch nicht. Dorito 1 weiß es noch nicht, aber er kann nicht viel machen. Jetzt wird er gleich. Hat alle Möglichkeiten, jawohl, hat den Dorito rausgenommen. Ja, hat Snake. Das Dorito rausgeschossen. Jetzt wird Snake jetzt Corner. Snake Corner von Völdegeiern. Aber die Völdegeier haben den Center auch zur Snake-Seite aufgezogen. Ja, und ist sauber. Ich glaube, Kill. Das sind jetzt. Kingsize ist in Dorito 3. Das war ein komischer Lauf. Aber die Snake, die ist Snake raus. Und der Center und von Völdegeier. Das heißt, jetzt ist die es nur noch die Snake Corner bei den Völdegeiern. Gegen zwei Killzone? Kingsize. Kingsize. Das 50 Dorito und den Center von Kingsize. Jetzt müssen wir gucken, wenn jetzt Völdegeier wieder ein Handtuch werfen, dann lassen sie sich nicht gerne abschießen. Im Nachhinein. Von der Kamera seht ihr jetzt schön, wie der Snake Corner jetzt mit zwei Seiten so ein bisschen zu kämpfen hat, wobei es noch nicht ganz zwei Seiten sind. Ah, Kingsize macht jetzt langsam auf. Jetzt geht's halt Winkel, jetzt ist Winkel eigentlich nur noch. Lucky Shot oder Winkel. Ah, und da hat er eingekriegt. Der Spieler ist getroffen worden. Ja, da machen wir jetzt. Da ärgert er sich. So. Das war das 4:2 für Kingsize, so wie es aussieht. Und damit könnten wir auch gleich, wenn der Punkt gegeben wurde, in die Werbung abgeben. Findest du es eigentlich wichtig, im deutschen Sprachgebrauch zu bleiben? Also dieses Gedenglische? Ja. Ich meine, bei der Entdeckung ist es jetzt halt ein bisschen komplizierter. Die. Also erstmal war das jetzt der Punkt für Kingsize. Ja. So, dadurch haben die 4:2 gewonnen. Der Block ist durch. Ja, also man sollte nicht alles verdenglischen. Ja. So, aber es gibt eben einige Sachen, so, also wie kann man den Cone anders bezeichnen? Nee, als im, Cone? Deckungsbereich so. Verstehe ich das schon, aber jetzt gerade dieses Commercial. Ja. Warum sagt man 10 Seconds und nicht 10 Sekunden? Ja, das
ist eine gute Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Fein, fein. Tut dem Spiel aber auch keinen Unterschied. Nö. Also ich habe es so kennengelernt. Ich hab die Jahre, die ich es jetzt mache, habe ich es nicht anders gehört. Was mich halt, was, wenn man sich die amerikanischen Ligen anguckt oder halt auch manchmal bei uns schon in der Moderation, wird oft von Kills gesprochen. Ja, das ist hier in Deutschland ja leider nicht so populär. Sollte ihr eigentlich nicht reinkommen, ich auch. Ja, nee. Aber wird halt viel dann auch übernommen und manchmal. Na gut, auf dem Feld wird wieder sauber gemacht. Ihr seht die Kamera wieder in der Pit Area oder im Pausenraum.